Ein Dachziegel von 1,5 Kilogramm löst sich während eines Sturms und fällt nach 2 Sekunden zu Boden. Klein a, aus welcher Höhe ist der Ziegel gefallen? Klein b, mit welcher Kraft beschädigt der Ziegel den Rasen? Und klein c, welche Geschwindigkeit hat der Ziegel beim Aufprall? Wir stellen die Situation so dar, hier ist die X-Achse. Angegeben werden die Masse M vom Dachziegel, sie beträgt 1,5 Kilogramm, und die Zeit T, sie beträgt 2 Sekunden. Gefragt werden die Fallhöhe X, die wir in Meter ausdrücken, eine Kraft F, die wir in Newton ausdrücken, und die Aufprallgeschwindigkeit V, die wir in Meter pro Sekunde ausdrücken. Um diese drei Größen herauszufinden, stehen uns diese drei Formeln zur Verfügung. Die zwei Formeln einer GGBB und diese Formel des freien Falls. Wir wissen, dass die Fallbeschleunigung g 9,81 Meter pro Quadratsekunde beträgt. Zuerst suchen wir die Fallhöhe x durch diese Formel. X gleich gt Quadrat halbe. Wir ersetzen g durch 9,81 und t durch 2. Und so finden wir als Fallhöhe x 19,62 Meter. Das ist die Endantwort auf Frage A. Kommen wir zur Frage B und berechnen diese Kraft. Diese Kraft ist natürlich die Gewichtskraft des Dachziegels. Also finden wir die durch diese Formel. Diese Kraft wird berechnet durch Masse mal Fallbeschleunigung, also 1,5 mal 9,81. Und so finden wir als gesuchte Kraft F 14,715 Newton. Das ist also die Endantwort auf Frage B. Für Frage C setzen wir diese Formel ein, V gleich G mal T. Wir ersetzen G durch 9,81 und T durch 2. So finden wir als Aufprallgeschwindigkeit V 19,62 Meter pro Sekunde. Und das ist die Endantwort auf die letzte Frage C.